Grüß Gott, ihr könnt das ja schon im Titel lesen. Ich habe wieder Geschenke aus Deutschland bekommen, aber auch aus Indonesien, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich hoffe, ich rede keinen Blödsinn. Zwei ganz, ganz liebe Jungs haben mir ein Paket zusammengestellt. Darüber habe ich mich richtig gefreut. Ich fange auch gleich mal an, weil es ist ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Und die beiden haben sich das Video gewünscht. Also, fange ich mit dem mal an. Das ist aus Indonesien, glaube ich. Ich hoffe, ich sag's richtig. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist ein Duschgel mit grüner Tee und Gurke. So sieht's aus. Es riecht total geil. Das ist genau meins, besonders in letzter Zeit. Ich überlege, ob ich das schon in Verwendung nehme, weil das so gut jetzt zu der Jahreszeit passt. Dann habe ich ein Pflegeduschgel Santorin. Das riecht auch voll gut. Das riecht eher so wie frische Wäsche oder so. Ich muss kurz den Ventilator zu mir hinstellen, sonst sterbe ich vor Hitze. Dann, BH-Fail. So. Dann habe ich eine BB-Dusche. Ich habe schon gedacht, das ist eine Bodylotion, weil da Abendschimmer draufsteht. Aber die riecht nach Karamell. Boah. Ich mag BB eigentlich nicht so gern, aber das fand ich so geil vom Duft her. Da ist irgendwas geflogen. Das fand ich echt geil vom Duft her. Ja. Dann habe ich zwei In-Dusch-Lotion von Fah. Einmal die Avocado und einmal die Passion Fruit. Und das trifft sich gut. Ich habe die jetzt schon ewig nicht mehr bei uns in Österreich gesehen. Also keine Ahnung, ob es die noch gibt. Aber ich wollte die früher immer benutzen und ich glaube, ich hatte nur einmal eine in klein. Wenn ich mich jetzt hier... Deswegen bin ich froh, weil ich suche sowieso einen In-Dusch-Lotion-Ersatz. Aber ja, ihr wisst ja mein Drama, habe ich euch ja schon erzählt. Dann habe ich auch zwei Proben von diesen In-Dusch-Lotions gekriegt von Nivea. Die habe ich aktuell, die mag ich so gerne, aber die geht leider auch aus dem Sortiment. Die, glaube ich, gibt es sogar noch. Bin gespannt, wie die ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich davon schon mal eine Probe gehabt habe. Dann geht's weiter. Einmal Sticker. Die kommen in mein Sticker-Album. Ich weiß, klingt peinlich, ist aber so, ich habe eins. Kommen in mein Sticker-Album. Dann habe ich hier eine La Vera Handcreme-Probe. Dann die Kokosmaske, auf die da habe ich mich so gefreut, wie ich das gesehen habe, dass sie in dem Paket drin ist, weil die wollte ich unbedingt haben, die gibt es nämlich nur beim Rossmann. Dann habe ich noch die Shame Schokomaske, die Rival de Loup Totes Meer. Dann, ich muss mir ein bisschen, glaube ich, zum Ding hinsetzen, man sieht den Fernseher. Das lenkt, glaube ich, ab, oder? Dann habe ich eine Peel-Off-Maske, ich glaube, die ist, ich weiß gar nicht, woher die ist. Das haben sie mir gar nicht gesagt. Aber die interessiert mich auch. Aber eigentlich mag ich ja Peel-Off nicht. Aber die ist interessant. Eine Panda-Tuchmaske. Auf die bin ich auch sehr gespannt. Meine Mom will sogar, dass ich mit der Tuchmaske, wenn ich sie Oma habe, rüberkomme. Ach Gott. Dann habe ich noch zwei Balea-Masken. Einmal meine heißgeliebte Himbeer-Vanille. Da war ich so happy drüber, wie ich die gesehen habe. Weil die gibt es ja aktuell nicht mehr. Und dann einmal die Milch und Honig, die es ja noch aktuell gibt. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich sehe gerade mein Akku geht stiften. Dann habe ich was ganz, ganz Tolles bekommen. Das haben sie, glaube ich, aus... Ich kann mir sowas nicht merken, aber das haben sie mir auch aus ihren Urlaub mitgebracht. Das ist von Palmolive ein Peeling. Jetzt habe ich es rausgekriegt. Ich habe schon wieder Schluck auf. So sieht das aus. Auf das bin ich so gespannt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich das benutzen soll, weil das will ich gar nicht benutzen. Weil das ist mir viel, viel, viel zu wertvoll, das zu benutzen. Das riecht sowas von gut und das ist Gott sei Dank so groß. Und mir gefallen diese Körneln, was da drin sind. Das schaut schon von der Verpackung her sehr ansprechend aus. Ja, dann habe ich noch von Duschdas ein Duschgel bekommen. Limette küsst Minze heißt das. Ich kenne das gar nicht. Also bei uns, ich habe auch vor kurzem nachgeschaut und das gibt es bei uns nicht. Was ich schade finde, weil der Duft ist echt gut. Und normalerweise bin ich nicht so ein Duschdas-Fan, aber das riecht echt gut. Dann habe ich noch ein Palmolive, was ich auch vom Duft her sehr, sehr mag. Ich rieche nicht dran, weil ich habe es gesuchtet, wie ich das ausgepackt habe. Mein Papa hat sich schon totgelacht, weil ich die ganze Zeit an allen Sachen gerochen habe. Das riecht echt geil. Das riecht wirklich geil. Das heißt Thermaspa. Das riecht ja sowas von göttlich.
Dann habe ich wieder eine In-Dusch, glaube ich, eine Waschlotion steht da. Von Dove. Das riecht auch voll gut. Ich hatte noch nie so richtig Dove-Produkte. Früher schon, aber jetzt eher nicht so. Ich weiß auch nicht wieso, das hat nach einer Zeit aufgehört. Als nächstes, Haare im Gesicht, habe ich ein kleines Mini-Duschgel von Litamin und das riecht sowas von geil. Das ist genau mein Duft. Mandelblüten heißt das. Das riecht so gut. Ich habe das auch noch nicht bei uns bei Müller gesehen. Dann habe ich hier eine Seife im Mini. Pink Rose Luxury Soap heißt die. So sieht die aus. Die kenne ich auch von Müller. Also die kenne ich von Müller. Riecht nach Rose. Ja, dann habe ich noch eine In-Dusch-Lotion. Ich sage, ich bin ausgerüstet dabei, weil ja ich gejammert habe, dass ich einen Ersatz suche. Deswegen haben die mir wahrscheinlich so viel reingehen. Dann habe ich noch ein Mini-Nivea-Shampoo. Volumen, das passt eh, das brauche ich eh. Dann habe ich noch Gesichtspflege und eine Handcreme. Die Handcreme sieht so aus, die ist mit Arganöl. Und, ich habe keinen Platz mehr. Und zweimal, ihr müsst mir das schreiben, das ist ja Gesichts, also da steht es ja eh drauf, Gesichtspflege, aber das kann man ja auch, da steht auch Gesichtspflegecreme drauf, die kann man ja fürs Gesicht nehmen, oder? Naja, wenn man lesen kann, ist man wahrscheinlich gleich im Vorteil. Aber ich nehme an, dass beide fürs Gesicht sind. Beide mit demselben Duft. Roter Lippenstift war, glaube ich, keine gute Idee. So sehen die beiden aus. Riechen auch urgeil. Also an der habe ich gerochen, an die habe ich noch nicht mal aufgemacht. Weil ich noch nicht wollte, dass ich die schon mal offen hatte. Und dann das letzte. Das ist von einer Apothekermarke, habe ich gehört. Ein Duschbad, Orange und Vanille. Und das ist auch mein absoluter Liebling von den Sachen, die mir die da reinpackt haben. Ihr seid verrückt. Ihr seid wirklich verrückt. Aber ich habe euch das ja eh schon gesagt, glaube ich. Aber das riecht so gut. Das riecht wirklich sowas von gut. Boah. Also ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich da besser finde von dem Paket. Ich mag alles. Ich mag wirklich alles. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Jungs haben sich das gewünscht und ich wollte das so schnell wie möglich machen, damit ich die Sachen so schnell wie möglich wegräumen kann. Ich hoffe nur, dass ich noch Platz habe in meinem Kasten. Ja, aber mal schauen. Und jetzt verschwindet die Sonne, ist ja mal wieder typisch, oder? Hat das nicht so ein prickelndes Wetter, wenn wir mal ehrlich sein dürfen? Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer war. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr ein paar Produkte davon kennt. Und ob ihr wisst, ob diese Fahrlotion, ob es die... Ach, ich habe überall Haare im Gesicht, Leute. Ob es diese Fahrlotions noch gibt, weil ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen. Das riecht wie frische Wäsche. Bin echt gespannt, wie die Sachen sind. Freue mich schon, wenn ich was in die Badewanne stellen kann. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr schon was kennt, was ihr mögt, was ihr nicht mögt und ob ihr die Marken überhaupt generell kennt. Duscht das, könnt ihr mir auch gerne reinschreiben. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!